Willkommen zur nächsten Folge von Uncharted 4 A Thief's End. Und Nate meinte gerade, dass wir, um Sam zu finden, vielleicht den Fluss entlang müssen. Das ist das Ding, wir müssen erstmal einen Fluss finden in diesem ganzen Regen, aber das sollten wir auch irgendwo schaffen. Es war auch echt ein sehr dichter Regen. Okay, erstmal weiter nach oben kommen. Ja, erste Regel, nach oben. Finde raus, wo du bist. Ist gut. Dafür müssen wir nur erstmal einen Ort finden. Sam, komm schon, antworte mir! Scheint mir hier nicht richtig zu sein. Hier ist Wasser. Okay. Sieht ein bisschen komisch aus, aber gut. Oh, da kann ich mir vorstellen, dass es ihm kalt ist. Bei dem schlechten Wetter. Hat sich aber auch in den letzten Folgen echt sehr zugezogen. Hat man irgendwie schon gemerkt, dass da was kommt. So, das hier der Fluss sein? Nee, oder? Okay, sieht nicht so aus. Okay, da ist das Schiff. Hier sieht ein... Oh Gott. Das hat mich erschrocken, okay. Verdammt! Sam! Sam! Nice. Ja, ne, das schaffen wir nicht. Gott, dann müssen wir hoffen, dass wir hier hoch können. Ja, doch, das sieht gut aus. Durch den ganzen nassen Schlamm und so. Sam! Vielleicht sehen wir ihn ja von hier. Sam, wo bist du? Naja. Nicht, dass dieser Trip unser letzter Trip gewesen ist, vor allem mit unserem Bruder. Und runter. Oh, noch mal gar nicht hoch. Gott sei Dank, die Vorratskiste. Das ist natürlich total wichtig. Vielleicht war das Sam. Ah, okay, weil nichts da ist. Das ist dann echt ein gutes Zeichen. Aber ich finde, Sam ist wichtiger als eine Vorratskiste. Klang vielleicht nur irgendwie falsch. Das Gute daran ist, mehr kann ich nicht verlieren. So, Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn. Verdammt. So schlimm würde ich es jetzt nicht sehen, aber. Geht's gut. Irgendwo da schon. Oh, Scheiße. Das erste Mal einfach durchbeißen. Sieht Nate einfach so aus, als ob er echt fertig ist. Und hört sich auch so an. Also. Ich würde ihn aber auch sehr verfluchen. Verdammt! Das gibt's doch nicht. Hä? Ah, okay. Ja, nee, ist gut. Wir müssen uns hier nämlich entlang hangeln. Weil er nicht springen kann, weil es so nass ist. Das haben wir schon jetzt irgendwann verstanden. Komm, schaff's. Ich muss weitermachen, einfach weitermachen. Da drüben ist der symbolische Berg, den wir auch schon aus dem Multiplayer kennen.
glaube zwar nicht, dass es den so gibt, aber er ist halt schon sehr cool. Und hier müssen wir hoch. Das hat schon was, muss man echt sagen. Komm. Magna, Sam. Komm schon, wo steckst du? Mist. Okay, aber er scheint zu leben. Das ist schon mal sehr gut. So blöd wie es klingt, aber ich glaube, das ist mit einer meiner Lieblingsszenen. Seltsamen Berg. Aus diesem ganzen Spiel. Bleib, wo du bist. Grafisch bombastisch, emotional sehr stark. Man spürt auch erstmal die Verletzlichkeit von Nate, was ich sehr gut finde. Nicht, weil ich ihn gerne verletzen sehe, aber es gibt im Ganzen sehr viel Atmosphäre, wenn man es so sagen kann. Okay, wir müssen da rüber. Oder bestimmt hier irgendwo lang klettern, oder? Oh Gott, das war ganz schön knapp. Boah, das war knapp. Mein Gott, wieder hier diese ganzen Klettereinheiten. Jetzt kann er auch wieder springen wie in alten Tagen. Okay, was war das? Naja. Gut, wo geht's weiter? Können wir da durch? Ja, da können wir durch. Wie Sam diesen ganzen Weg gelaufen ist. Oder gelaufen sein müsste. Wissen wir natürlich nicht, aber vermutlich. Okay, da geht's runter. Ob das Richtige ist? Bricht alles zusammen, aber wir leben noch. Auch diese Höhlen, die sehen einfach so richtig gut aus. Naja, so ist das Spiel nun mal, ne? Das schaffen wir nicht. Verdammt. Ah.
ärgerlich. Sind wir doch noch gestorben. Aber naja, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Uncharted 4, A Thief's End. Bis dann, ciao.